YouTube-Kanal Das Leben auf Rädern. Heute ist die Simone Hauswald bei mir. Und das ist heute mein Interviewgast. Und wir sprechen heute über Mut und Scheitern und was sie in ihrer Sportlerkarriere dazu sagen kann. Hallo Simone. Hi Gerard, grüß dich. Schön, dass ich heute bei dir dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch. Und ich freue mich heute, dass ich heute wieder so tolle Interviews habe. Wir starten jetzt mal kurz. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet zu dem Thema. Also meine erste Frage, war das schon immer dein Traum, eine Biathletin zu werden? Auf Ski gestanden. In den Jahren habe ich dann das erste Mal schießen dürfen mit dem Luftgewehr und das fand ich schon sehr schön und spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht und habe natürlich dann auch damals schon vom Fernsehen auch die Weltmeisterschaften im Biathlon oder Olympischen Spiele dann auch mitverfolgt und es war dann schon auch so ein Kindheitstraum von mir, dass ich da auch mal im Fernsehen zu sehen bin und vielleicht die ein oder andere Medaille gewinnen möchte und von dem her kann ich schon sagen, dass das so ein Kindheitstraum von mir war. Sagst du den Anfang nochmal? Wegen Internet hat es nicht so ganz funktioniert gerade. Okay, also nochmal einfach meine Antwort. Ja, also nur den Anfang. Ja, also früher auch Biathlon gemacht und von dem her kannte ich die Sportart eigentlich schon recht früh. Und mit 6 Jahren habe ich dann das erste Mal mit Langlauf begonnen und mit 10 Jahren durfte ich dann das erste Mal schießen. Und es hat mir gleich ganz viel Spaß gemacht, diese beiden Sportarten miteinander zu verbinden. Und deswegen war das schon auch ein Kindheitstraum von mir, da mal auch aktiv bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen dabei zu sein, weil ich das auch früher als Kind dann immer vor dem Fernseher live verfolgt habe und da auch mitgefiebert habe. Ja, echt gut. Warst bestimmt auch sehr erfolgreich. Ja, es hat dann doch recht lang gedauert. Also dieser internationale Durchbruch hat lange auf sich warten lassen. Also so im Schülerbereich war ich schon recht erfolgreich und auch im Jugendbereich. Und als ich dann in die Nationalmannschaft gewechselt bin, das war dann doch nochmal eine andere Liga. Und da habe ich mich Schritt für Schritt in kleinen Schritten nach oben bewegt. Und die letzten beiden Jahre meiner Karriere waren so die erfolgreichsten. Und es war ein langer Weg, wo auch viel Scheitern dabei war, auch viel Mut dazu gehört hat, immer wieder neu anzufangen. Und bin aber froh, dass ich einmal mehr aufgestanden bin und nicht vorzeitig Gewehr und Ski an den Nagel gehängt habe und dann auch noch die Ernte einfahren konnte. Ja, also Mut hat ja viele Seiten und hatte ich ja auch schon mehrere Leute in meinem Interview oder ja, zu dem Thema Mut und Scheitern. Und ja, ich freue mich heute auf jeden Fall, dass du mein Interviewgast bist und dazu was sagst. Ja, ich freue mich auch. Ja, also bei mir war es, wie ich gerade schon gesagt habe, oftmals so, dass ich einfach auch irgendwann an einem Punkt gelangt bin. Ich weiß noch, ich war damals im Internat, war so 16 und dann lief es nicht gut, dann kam mal die ein oder andere Verletzung dabei und ja, und ich war schon immer sehr ehrgeizig und wenn es dann nicht läuft und du einfach nicht das kannst, was du willst vom Kopf her, dann hat mich das schon manchmal ein bisschen mutlos gemacht und habe dann auch so in einem Affekt auch gesagt, ach, ich schmeiße jetzt das Ganze hin, für was mache ich denn das Ganze noch? Und dann habe ich aber trotzdem in mir gemerkt, hey, da ist noch so ein inneres Feuer da und du kannst es nicht einfach aufhören. Und das war so eine innere Stimme, die mich wieder, ja, die mir auch Mut zugesprochen hat und gesagt hat, hey, komm, steh nochmal auf und versuch's, du hast es auch drauf und bleib an deinem Ziel dran. Das Scheitern gehört immer dazu, aber ich denke, es ist immer wichtiger,
sich nicht aufzugeben, sondern nochmal wieder aufzustehen und zu sagen, komm, ich packe es jetzt nochmal an und es wird dann auf jeden Fall immer wieder belohnt. Und schlussendlich, was passiert denn? Mutig zu sein bedeutet natürlich schon auch immer einen großen Schritt, auch vielleicht auch vom Kopf her zu gehen und zu sagen, hey, ich springe jetzt vielleicht mal über meinen eigenen Schatten, egal was jetzt die anderen denken oder egal was dabei rauskommt. Wenn ich es nicht versuche, dann kann ich auch nicht wissen, was das Ergebnis ist. Und deswegen denke ich, ist es schon auch immer wieder wichtig, so seinen inneren Schweinehund oder seine inneren Ängste auch zu überwinden und dann auch die Erfahrungen zu machen. Und wenn man oftmals in seinem Leben zurückblickt, dann kann man schon auch dankbar zurückblicken und zu sagen, hey, ich bin stolz drauf, dass ich das damals auch so mutig für mich entschieden habe und in dieser Entschlossenheit das auch angepackt habe. Weil sonst wäre ich vielleicht den einen oder anderen Schritt nicht weitergekommen und hätte diese Erfahrung dann auch nicht gemacht. Ja. Also, ja, klingt echt gut. Ja. Hast wahrscheinlich viel erlebt. Gab es denn besondere Momente in deiner Sportlerkarriere? Oder welche besonderen Momente gab es da? Also besondere Momente gab es mit Sicherheit ganz, ganz viele. Sowohl wunderschöne Momente, ja, ich sag mal, gerade wenn du eine Medaille gewinnst bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, dann ist es auf der einen Seite ein sehr sonniger, besonderer Moment. Und dann gab es natürlich auch dunkel verhangene Wolkenmomente, vielleicht mit auch extremen Gewitter, die auch besonders waren. Jetzt sage ich mal, Turin 2006, da war ich bei Olympia dabei, aber nur als Ersatzfrau von der Ersatzfrau mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,00 irgendwas Prozent, dass ich da an den Start gehen darf. Und das war aber im Nachhinein auch ein besonderer Moment, weil der hat mich dazu gebracht, nochmal umzudenken. Also es war auch so ein Scheitermoment, wo ich einfach nicht weitergekommen bin und dann aber trotzdem wieder mit Mut und Entschlossenheit gesagt habe, hey, in 4 Jahren sind wieder Olympische Spiele und dann bist du nicht nur dabei, sondern dann bist du mittendrin und darfst auch Medaillen gewinnen. Und das waren, also es gibt im Leben immer besondere Momente der sonnigen Seite oder der schattigen Seite, aber so im Rückblick denke ich, sind alle Momente besonders, weil die dich immer ein Stück weit im Leben voranbringen auch. Und manchmal sieht man diesen besonderen Moment in dem Augenblick auch nicht so oder kann ihn vielleicht auch nicht so annehmen. Aber so im Rückblick kann man dann schon auch dankbar für diese Momente sein, die einen dann auch dazu gebracht haben, vielleicht gewisse Dinge auch anders zu machen oder umzudenken. Ja. Also Mut und Scheitern, das gibt es ja bei mir auch. Also ich setze mich ja auch für was ein, für die WG hier, wo ich wohne. Und da bin ich auch ab und zu mal gescheitert. Und ja. Ja, aber das klappt ganz gut. Oder jetzt auch mit meinem YouTube-Kanal. Funktioniert auch sehr gut. Neues Projekt für mich. Aber ich stelle mir selber immer neue Aufgaben und neue Herausforderungen. Und ja, gut, irgendwann mache ich das mal beruflich. Das ist mein Ziel, irgendwie in irgendeiner einen Moment, wenn ich einen Moment habe, den zu ergreifen. Und wenn es die Chance gibt, dann ist gut. Ja. Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir uns letztes Jahr getroffen haben, dass du erzählt hast, hey, im Januar starte ich dann mal mit meinem neuen Projekt und du kannst gespannt drauf sein. Und ich finde es echt total klasse, dass du jetzt schon so aktiv bist und dir das auch zum Ziel gesetzt hast und da schon richtig gut unterwegs bist. Und das finde ich total super. Und was motiviert dich denn da jetzt so dran zu bleiben? Also es motiviert mich einfach, neue Leute kennenzulernen, weil ich mache das ja mit verschiedenen Leuten, ich habe auch verschiedene Themen, wie Mobbing, Rassismus und Inklusion. Das tut nämlich niemand auf YouTube thematisieren. Also
drüber reden, das gibt's nicht. Ja? Es gibt nur noch auf YouTube eine Frau, die auch im Rollstuhl sitzt, aber die erzählt nur über sich. Also, und niemand tut eigentlich so wirklich drüber reden, was bedeutet Inklusion. Und ich will halt den Leuten mal erklären, dass ich auch noch da bin. Also, dass sie keine Angst haben brauchen vor mir und oder vor uns allgemein. Und das ist mir auch ganz wichtig, das liegt mir am Herzen. Genau. Und ja. Ja, und da immer wieder dich zu fragen, warum machst du das Ganze? Wofür brennst du? Und wenn dieses Ziel einfach klar für dich ist, wofür du das Ganze machst, dann hast du einfach auch so einen inneren Antrieb, so eine innere Motivation, und die lässt dich dann halt auch einfach mal durch schwierige Zeiten hindurchgehen, ja, auch durch Scheitermomente, und dann wieder ja, weiterzumachen. Ja. Ja, das ist sehr interessant. Ich stelle mir das schon auch schwierig vor, diesen Beruf, weil das kann man ja als Beruf zählen, ja, was man da ja macht. Mhm. Und man verdient ja auch sein Geld damit. Ja? Oder ich weiß auch gar nicht. Also meine Frage oder meine vierte Frage, wie viel kann man als Sportler verdienen? Also so, oder verdient man da überhaupt was? Also im Biathlon ist es so, oder jetzt mal, sage ich jetzt mal, in den nordischen Sporten, dass wir entweder bei der Bundeswehr oder bei der Bundespolizei oder beim Zoll angestellt sind. Also ich war jetzt zum Beispiel bei der Bundeswehr, und das war dann sozusagen mein Beruf, und da habe ich dann eben auch meinen Sold bekommen, den Monatslohn, und habe dann über Sponsoren dann noch zusätzlich mein Geld, ja, verdient, sage ich jetzt mal, und dann eben auch die Preisgelder. Aber die meisten Sportlerinnen und Sportler, die können halt jetzt gerade in dieser Sportart nicht jetzt, wenn sie 20 Jahre Sport gemacht haben, dann irgendwie sich zur Ruhe setzen und nicht mehr arbeiten. Also da gibt es vielleicht eine Handvoll, die das können. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da so viel Geld verdient wie jetzt beim Fußball oder bei der Formel 1 oder beim Tennis. Also das sind dann schon nochmal andere Regionen, sage ich jetzt mal, die diese Sportarten dann verdienen. Aber ich sage mal, ich habe es ja nicht fürs Geld gemacht. Und aber während der Zeit, als ich aktiv war, hat sich auf jeden Fall schon einiges getan. Also 10 oder 20 Jahre früher gab es um einiges weniger an Preisgeldern, und von dem her war das schon auch noch eine gute Zeit. Aber nichtsdestotrotz, nach dem Sport geht es dann einfach weiter, und da findet der ein oder andere dann oder sucht sich dann eben auch noch einen Job, wo er dann noch arbeiten gehen kann. Und das finde ich ja auch schön, wenn man dann nach dem Sport einfach einen neuen Beruf oder eine neue Berufung findet, um da eben dann auch mal richtig zu arbeiten. Ja, du hast ja auch eine neue Berufung. Also, oder einen neuen Beruf, machst ja Coaching. Ich weiß ja jetzt nicht genau, was du da machst, aber eine Art von Coaching geht es schon, oder? Ja, ich bin Mentalcoach und Mentaltrainer und mache eben Vorträge und Workshops im Bereich Mentaltraining. Also ich arbeite aber vor allem dann auch einfach mit Menschen, weil es ist im Prinzip egal, ob du ein Sportler bist, ob du eine Führungskraft bist in einem Unternehmen oder ob du ein ganz Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, weil wir sind alle Menschen mit einem Körper, mit einem Geist und mit Gefühlen. Und da möchte ich die Menschen einfach begleiten, dass sie ihr Leben bewusst in die Hand nehmen und zufrieden sind, anstatt unbewusst unzufrieden zu sein. Ja. Und das ist so ein Coaching eben, wo ich die Menschen begleite. Ja. Also du warst ja auch bei vielen Veranstaltungen schon da. Da habe ich mir das ja auch alles angeguckt. Ich bin ja auch ein sehr neugieriger Mensch und brauche auch mal ein bisschen neue Ideen. So wie der Volker Siegle, da hat er uns auch da zusammengebracht. Mhm.
Ja, ist übrigens auch gerade etwas, hat ein Problem mit Ideen sammeln, weil gerade mit der Corona-Situation ist ja nicht so schwierig, nicht so einfach, weil alles immer ein bisschen abgesagt wird. Ja, aber ich habe immer irgendwelche Ideen und lass mich inspirieren, ja, für meinen YouTube-Kanal. Ja, ich sag mal, weißt, Corona hat schon auch vieles vielleicht ein bisschen zurückgeschraubt, aber es hat auch die Möglichkeit gegeben, ja, andere Türen zu öffnen. Und ich sag mal, die Ideen fliegen irgendwo im Universum rum. Und wenn du offen und bereit bist und auch mal ein Stück weit links und nach rechts schaust und ja, die Scheuklappen einfach aufmachst, dann wirst du immer irgendwie eine Möglichkeit oder einen neuen Impuls auch bekommen. Und das ist einfach das Schöne. Also es gibt immer zwei Seiten von der Medaille. Und wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und ich sag mal, wenn Corona nicht gewesen wäre, wären wir uns wahrscheinlich auch nicht so intensiv begegnet, sage ich jetzt mal. Und von dem Ja. her hat es auch einfach eine schöne Seite, dass wir da so zusammengekommen sind. Ja, das stimmt. Ja. Ich freue mich, oder ich freue mich auch, dich kennen zu dürfen. Ja. Und eben, irgendwo ich das erzähle, der denkt sich, wie, Simone Hauswald ist doch die Biathletin. Ich so, ja, aber. Die ist auch ein ganz normaler Mensch. Bloß weil sie jetzt im Fernseher war, ist sie ja auch eigentlich ein ganz normaler Mensch. Ich behandle Menschen immer gleich und gucke ja auch, dass ich nicht immer oder ja nicht immer nach ihrem Beruf gucke und sage, ah, der verdient jetzt dicke Kohle, sondern ich gucke eher nach dem Mensch. Und Genau. das Wichtigste. Das finde ich auch. Das ist sehr schön. Du hast vorher mal gesagt, es interessiert mich jetzt noch, dass du dich hier für die WG auch einsetzt. Und was war denn da irgendwie so ein Moment des Scheiterns, wo du auch noch mal so richtig in Mut schöpfen musstest? Also, mal ganz grundsätzlich die Einrichtung. Wir haben ja ein Charity-Event gemacht für die WG, ja? Weil wir ja nächstes Jahr in Urlaub fahren wollen. Ja, wir haben es jetzt verschoben, aber wir versuchen schon nächstes Jahr in Urlaub zu fahren. Und da die alle zu überzeugen, ja, war schon ein bisschen schwierig. Und ja, von meinem Mut und von meinem Ehrgeiz. Also ich will immer was tun und was bewegen, ja. Und das ist halt einfach auch meine Aufgabe hier, ja. Ich bin auch so hier als Streitschlichter, ja, oder weil ich halt auch ziemlich fit bin im Kopf, wie die anderen jetzt nicht so, aber ich schon. Man kann auch den Leuten mal was sagen, aber es ist schon schwer, sich da reinzuzecken und zu gucken, wie man das hinkriegt, dass man so ein Charity-Event gemacht oder macht, wie wir es gemacht haben, weil natürlich hatte Volker das umgesetzt. Ja, und alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber die Idee war meine. Ja. Also ich habe gesagt, Volker, meine WG braucht ein bisschen Geld für einen Ausflug oder Urlaubsreise und kannst du da nicht irgendwas tun? Ja. Es hat, jetzt sagen wir mal, 2 Jahre ungefähr gedauert, weil er viele Events hatte und so. Und da wollte ich auch nicht immer reingrätschen. Ja. Aber wir haben es ja am 16. Oktober letztes Jahr hingekriegt. Und da war ich auch sehr stolz
stürzt wie Oscar, dass ich gesagt hast. Ja. Aber es ist auch was, hat auch was mit Mut zu tun und ja, bin bis heute noch stolz auf mich. Und deswegen hat mich das auch bewegt. Dankeschön. Ja. Ja. Also Simone, das war wieder mein YouTube-Kanal, das Leben auf Rädern. Und der Schraf verabschiedet sich jetzt von euch. Klickt euch rein, abonniert den Kanal. Und das war Simone Hausfeld. Also, lieber Gérard, vielen Dank für das nette Gespräch und Zuschauer, der beim Radio angestellt ist, ladet doch den Gérard mal ein, dass er mal reinschnuppern kann für ein Praktikum, weil der brennt da dafür und ich denke, jeder Mensch hat immer mal eine Chance und Möglichkeit verdient, da mal reinzukommen, reinzuschnuppern und er geht mutig voran und es kann nichts passieren als einfach eine traumhafte Erfahrung mit dem Gérard. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.